Heute geht's um Tangentenbestimmung bei einer Parallelenschau. Was ist nochmal eine Parallele? Ja, da schauen wir uns genau diese Aufgabe hier an. Eine Parallelenschau sind quasi lauter Geraden, die alle parallel zueinander liegen. Man sieht das auch hier oben an dieser Parallelenschau, die als Gerade angegeben ist. Die Steigung ist identisch, minus 0,5. Nur der Achsenabschnitt t, der ist variabel und geht immer die ganze Zeit hin und her. So, das ist eigentlich nichts Neues. Was jetzt hier hinzukommt, dass wir diese Parallelenschar als eine Tangente sehen wollen an einer Parabel. Das heißt, wir haben doch kennengelernt, dass eine Parabel mehrere Möglichkeiten hat, sich mit einer Gerade zu schneiden. Also entweder gibt es keine Schnittpunkte, das passiert jetzt gerade, oder es gibt zwei Schnittpunkte, oder es gibt eben genau einen Schnittpunkt. Und bei einer Tangente spricht man von genau einem Schnittpunkt. Wie haben wir das rausgekriegt? Das war doch das der Fall, dass die Diskriminante gleich 0 ist. Das heißt, bei einer Lösungsformel, die wir angesetzt haben, musste die Diskriminante gleich 0 sein, dann gab es genau einen Berührpunkt, nämlich diese Tangente oder diese Gerade, die dann eben genau nur in einem Punkt an die Parabel dran geht. Das heißt, wir werden uns jetzt auf die Suche machen, wie würde diese Gerade lauten von der Parallelenschar, die genau die Tangente ist. Und wie das funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. Also, schauen wir uns das Ganze an. Das hier ist die gesuchte Tangente, die aus dieser Parallelenschar rauskommt. Zeichnerisch ist das kein Problem, kann man ja gleich fertig machen. Nur, wir wollen jetzt natürlich rechnerisch feststellen, was für ein t das ist. Wir haben ja schon gesagt gehabt, um rauszufinden, ob es Schnittpunkte gibt, tut man ja normalerweise immer gleichsetzen. Das heißt, wann sind die Gerade und Parabel identisch? Und da ist es jetzt so, dass natürlich keine exakten Werte mehr drin vorkommen, sondern wir die Variable t aus der Parallelenschar haben. Von der quadratischen Gleichungssystemen wissen wir alles auf eine Seite. Das heißt, wir bringen das x² rüber. Hätten natürlich auch die beiden Terme nach links bringen können, aber das ist im Endeffekt, kommt es beides mal das gleiche raus. Jetzt haben wir ein a, das lautet minus 1, ein b minus 0,5 und ein neues c, das jetzt t heißt. Also das ist wieder das Irritierende, dass wir eine Variable für eigentlich einen Wert haben. Aber das macht nichts, genau das brauchen wir. So, und normalerweise würden wir jetzt aus dieser Gleichung mit a, b, c die Mitternachtsformel lösen, um Schnittpunkte zu bestimmen. Nur haben wir eben eine Variable drin. Und die Aufgabe zu Beginn war, wir sollen die Tangente finden. Das heißt, wir suchen diese Gerade, wo die Diskriminante exakt gleich 0 ist. Wenn die Diskriminante gleich 0 ist, b² minus 4 mal a mal c, dann sprechen wir von einem Schnittpunkt. Also testen, machen wir jetzt einfach eine Gleichung auf. b² ist minus 0,5 zum Quadrat minus 4 mal a minus 1 mal c ist dieses t und diese Gleichung hier oder diese Term hier muss gleich 0 sein. Das multiplizieren wir aus, 0,25 plus 4t ergibt der hintere Teil. Wann ist das 0? Jetzt bringe ich noch die 0,25 auf die andere Seite und teile durch 4. Dann erhalte ich t gleich minus 1/16. Und jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben durch diese Bedingung, dass die Diskriminante gleich 0 ist, herausgefunden, wie der Achsenabschnitt heißen muss, der dann zu dieser Tangente gehört. Und jetzt haben wir quasi aus dieser Parallelenschar die gerade rausgefunden, die eine Tangente ist. Minus 0,5x minus 1/16. Das heißt, was haben wir nacheinander gemacht? Wir haben gleichgesetzt wie bei einem quadratischen Gleichungssystem. Dann haben wir alles auf eine Seite gebracht, auch wie bei einem Gleichungssystem. Dann haben wir die Bedingung gestellt, d ist gleich 0, Diskriminante gleich 0. Und dann haben wir gesagt, nach t auflösen. Und anschließend die Gerade aufstellen. Was haben wir also heute gelernt? Eigentlich ist Parallelenschar nur noch eine kleine Erweiterung. Dadurch können wir jetzt eine Tangente bestimmen, eben nach diesem Rezept. Was jetzt am Schluss nicht mehr dabei ist und was wir aber noch machen könnten, wir könnten jetzt auch noch den Berührpunkt aufstellen. Berührpunkt ist ganz leicht. Ich muss jetzt halt diese gefundene Gerade, die Tangente, mit der Parabel gleichsetzen und dann den Schnittpunkt berechnen. Das ist etwas, was wir schon können. Was wir in diesem Video gelernt haben, ist, wie man eine Gerade aus einer Parallelenschar finden oder rausfinden, die exakt eine Tangente an eine Parabel sein soll. Das bis zur nächsten Stunde ins Heft und das solltet ihr dann auch können. Tschüss!